Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Feature Fokus. Dieser wurde gestern im Forum von Frontier veröffentlicht und er handelt sich oder es geht dabei um den Herausforderungsmodus und den Sandkastenmodus. Das heißt, in diesem Artikel werden uns ein paar mehr Infos zu diesen beiden Spielmodi gegeben und diese möchte ich einmal mit euch ganz schnell durchgehen. Ich gehe jetzt auch mal eben ein Stück hier nach unten. Denn in diesem Absatz finden wir einige Informationen über den Herausforderungsmodus von JWE 2. Als allererstes ist wichtig, der Herausforderungsmodus wird wieder 4 verschiedene Schwierigkeitslevel haben. Genauso wie bei Jurassic World Evolution 1. Einfach, mittel, schwer und Jurassic. Und diese haben dann auch verschiedene Abschlussbedingungen, also verschiedene Zeiten zum Beispiel. Es ist aber tatsächlich neu, dass man erst den einfachen Modus schaffen muss, damit man den mittleren dann spielen kann. Also die muss man dann erst freischalten sozusagen, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Das war, glaube ich, bei Jurassic World Evolution 1 noch nicht der Fall. Da konnte man, glaube ich, direkt auswählen, was man gerne spielen wollte. Dann gibt es auch noch ein neues Feature, nämlich hier steht das Ganze, die Bedingungen, die wurden jetzt eingefügt. Das heißt, wenn man dann so eine Herausforderung macht, hat man dann je nach Schwierigkeitsgrad Bedingungen, wie hier in dem Fall zum Beispiel 25 Spezies pro Park nur, das heißt, man kann nicht mehr als 25 verschiedene Spezies im Park halten. Oder halt, wenn der Schwierigkeitsgrad noch schwieriger ist, dann sind es zum Beispiel hier nur 15 Spezies. Ich weiß nicht, was da noch für Bedingungen sind, das wird hier leider auch nicht verraten. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich 15 gar nicht so wenig finde. Ach, das ist Mittel, Schwierigkeitsgrad Mittel, okay. 15 Spezies sind auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Okay, dann wird das wahrscheinlich auf Jurassic echt wenig werden, vielleicht 5 oder so. Das ist schon irgendwie interessant. Also bei leicht hat man 25 Spezies, wenn ich das richtig sehe, ja. Bei leicht 25 Spezies und bei mittel sind es dann 15. Vielleicht dann auf schwer 10 und auf Jurassic 5. Irgendwie in diese Richtung. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Also ich bin da gespannt, inwiefern das Ganze das herausfordernder macht. Die Herausforderungen werden dann je nach Level auch variieren, weil man natürlich dann die verschiedenen Biome hat, wie zum Beispiel das Wüstenbiom mit Sandstürmen. Oder halt das Tiger-Biom mit Schneestürmen und sowas. Und dadurch wird die Herausforderung auf jeder Insel natürlich eine andere sein. Aber das Ziel ist es natürlich, wie gehabt, 5 Sterne zu erreichen. Also hier steht das Ganze, 5 Sterne. Wie man das macht, das ist einem dann selbst überlassen. Und man kann sogar, wenn man das auf bestimmten Schwierigkeitsgraden schafft, auch wieder Skins freischalten. Also bestimmte Skins, die man nur im Herausforderungsmodus freischalten kann für die Dinosaurier, kann man dann auch hier wieder freischalten. Ich bin jetzt einmal kurz in Jurassic World Evolution 1 gesprungen. Ich möchte mir das nämlich einmal mit euch hier angucken. Also hier war es ja so, man konnte die Insel auswählen. Nehmen wir zum Beispiel Isla Tacaño. Und dann konnte man hier den Schwierigkeitsgrad auswählen. Leicht, mittel, schwer oder Jura. Also genau die gleiche wie bei JWE 2. Dann konnte man hier noch Grabungsstätten auswählen. Davon stand jetzt gerade im Feature-Fokus nichts. Und die Ära auswählen. Die werden wir sowieso wahrscheinlich dann nicht mehr haben. Das ist ja bei JWE 1 nur, dass man dann verschiedene Gebäude und sowas verwenden kann. Und hier ist es auch so, dass man Sachen freischalten kann. Seht ihr hier. Diese Skins zum Beispiel. Parasaurolophus. Küstengebietsmuster kann man auf Jura freischalten, wenn man das schaffen sollte, diese Herausforderung zu erfüllen. Hier stehen übrigens die Bedingungen. Startgeld. Und die Zeit und alles, was man erfüllen muss. Also ich glaube, so viel anders wird es dann bei Jurassic World Evolution 2 nicht sein. Und der nächste Abschnitt befasst sich mit dem Thema Sandkastenmodus. Das ist natürlich wieder für uns der interessanteste Modus, weil da werden wir bestimmt gemeinsam mit am meisten Zeit verbringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und so viele interessante Sachen stehen hier tatsächlich nicht drin. In diesem Abschnitt steht zum Beispiel drin, dass man dann wieder wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Vom unbegrenzten Geld, Wetteroption, Tageszeiteinstellung und sogar die Lebensdauer und das Verhalten der Dinosaurier kann man hier einstellen. Aber das ist ja an sich auch nichts Neues. Das konnte man bei JWE1 ja auch schon. Diesen Abschnitt finde ich tatsächlich sehr interessant, denn hier steht, dass es sogar mit dem neuen Territorialsystem möglich sein wird oder möglich sein soll, wirklich einen Park zu bauen ohne Zäune, zumindest ohne Zäune für die Dinosaurier, dass die halt frei leben und sich dann ihr eigenes Territorium suchen und das Ganze dann auch funktioniert. Das hatten wir ja damals sogar schon versucht in unserem... Ich weiß gar nicht mal, wie hieß der Park? Wir haben ja auf jeden Fall schon mal versucht, einen Park zu bauen ohne Zäune, dass alle Dinos frei rumlaufen und nur die Besucher sozusagen eingezäunt sind.
Namen weiß ich gerade nicht mehr. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch wisst. Finde ich aber cool, dass es durch dieses neue System halt jetzt möglich ist. Also finde ich echt interessant. Außerdem wird es möglich sein, die Karten von dem Chaos Theory Modus und dem Herausforderungsmodus dann auch im Sandbox Mode spielen zu können. Das ist gerade hier beim Chaos Theory Modus sehr interessant. Das ist ja dieser Modus, wo man dann Filmszenen nachspielt und den Lauf der Dinge etwas verändern kann. Und das ist eigentlich ganz cool. Dann kann man wirklich, so stelle ich mir es zumindest vor, in die Jurassic World gehen, die dann schon vorgebaut ist, und dann in diese einfach weiterbauen. Ich hoffe, es wird so sein. Also das steht hier nicht genau drin. Könnte natürlich dann auch sein, dass es nur die Landschaft ist oder die Insel und nicht die Gebäude und sowas. Ich hoffe aber wirklich, dass man dann einfach dort weiterbauen kann. Das wäre cool. Und dann kommt zu guter Letzt noch ein Punkt, den ich persönlich gar nicht gut finde. Denn es wird so sein, dass man im Sandkastenmodus nicht alles von Anfang an freigeschaltet hat. Denn man muss wirklich die Story spielen und die anderen Modi spielen, um dann alle Sachen auch für den Sandkastenmodus freizuschalten. Das heißt, wir müssen erstmal ordentlich, bevor wir anfangen im Sandkastenmodus zu bauen, alles andere durchsuchten, damit wir dann auch wirklich alles freigeschaltet haben. Und erst dann können wir uns wirklich frei austoben in Jurassic World Evolution 2. Bin ich ehrlich gesagt nie ein großer Fan von. Also wenn ich auf Sandkastenmodus klicke, möchte ich auch Sandkastenmodus haben und auch alles freigeschaltet haben. Und ja, es war ja schon bei Jurassic World Evolution 1 am Anfang so, dass als es diesen Sandkastenmodus nur auf Isla Nublar gab, die Zeiten gab es, also falls ihr es euch nicht erinnern könnt, damals war es halt so, und dann musste man auch wirklich die Dinosaurier freischalten, zwischen den Inseln hin und her reisen, wieder zurück, damit man die dann auch auf Isla Nublar auf seinem Sandkasten, in Anführungszeichen, oder auf seiner Sandkasteninsel hatte. Und irgendwann kam dann der Patch, wo man jetzt einfach so in den Sandkastenmodus starten kann und dort alles freigeschaltet hat. Und deshalb macht es mich umso trauriger, das jetzt hier zu hören, dass es nicht so sein wird. Ich bin da kein großer Fan von. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich muss aber auch allgemein sagen, dass dieser Feature-Fokus jetzt nicht die krassesten Infos enthalten hat. Aber ich wollte ihn euch dennoch nicht vorenthalten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gut informiert. Falls ich was vergessen haben sollte oder irgendwie euch falsch erzählt haben sollte, seid mir nicht böse. Ist immer schwierig, auf Englisch zu lesen und gleichzeitig auf Deutsch zu sprechen. Zumindest für mich. Und ja, korrigiert mich einfach in den Kommentaren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.